Willkommen zurück zu einer weiteren grandiosen Folge von Xenoblade Chronicles 2. Und bevor wir jetzt in der Stadt von Zed einkehren, mal ein paar weitere Überlegungen. Ich schaue erstmal auf die Spielzeit. Wir sind jetzt bei 65 Stunden und 19 Minuten und 22 Sekunden, 23, 24 und so weiter und so fort. Und es ist schon wieder verdammt viel passiert. Es ist, wie Tenkai auch schon reingeschrieben hat in einer der Folgen, das Spiel ist wirklich, es entwickelt sich langsam aber sicher dann tatsächlich zu so einer Hassliebe. Man spielt hier prinzipiell nur weiter, um die Story verfolgen zu wollen. Und ich weiß nicht, warum ich es mache. Ich sollte mir es abgewöhnen, zu versuchen, die Nebenstorys zu spielen. Ich sollte das nicht machen. Es geht schon wieder so verdammt viel Zeit drauf und es ist sinnlos. Ich merke auch hier wieder, die Zeit, die ich gestern verbraten habe in den Offscreen-Tätigkeiten, die war sinnlos. Und ich habe wieder so ein paar Punkte für mich entdeckt, wo ich dann einfach mir nur an den Kopf fasse und mir so die Frage stelle, warum? Warum wurden hier gewisse Entscheidungen so getroffen, wie sie getroffen worden sind? Ja, dann, es gab ja zwei Fragen, die hat mir jetzt noch keiner beantworten können, was ich sehr schade finde. Deswegen habe ich dann das allererste Mal auch online um Hilfe gesucht. Ja, ich habe es gemacht, ich habe mich selbst gespoilert und habe online nachgeschlagen bei zwei Sachen. Wir gehen erstmal die erste Sache durch. So, seitdem wir keine Geldsorgen mehr haben, wir wissen ja, wie das funktioniert, du brauchst ja bloß hier bei Bergungspunkten irgendwelche Goldzylinder mitnehmen und schon hast du richtig viel Asche. Seitdem ich viel Asche habe, kaufe ich mir in allen Städten immer die Hälfte an den Items, die ich auch brauche. Gerade für die Taschen-Items. Und da auch nochmal der schöne Dank an den Hinweis, ich sollte auch mit diesen Taschen-Items zocken, um mir die Kämpfe zukünftig einfacher zu machen. Und ja, ihr habt recht, ich sollte das wirklich machen. Ich habe hier immer nur die Effekte drauf, die nehme ich jetzt nur, weil eine Klinge das einfach benötigt. Nicht, weil ich irgendwie strategisch gut nachgedacht habe, nein, ich mache das nur für meine Klingen. Wenn die Fressen haben wollen, bekommen die von mir Fressen und dann haue ich was in die Tasche rein. Aber ich sollte mir angewöhnen, da wirklich irgendwie einen ATK-Schub zu besorgen, dass man da ein bisschen besser und vor allem auch schneller zu Potte kommt. Wir können doch mal gucken, so und das meine ich. Ich habe jetzt hier bei den Seltenen immer 3 mitgenommen, aber meistens immer 5. Ja, so zwischen 2 und 5 habe ich dann doch alle Items geholt. Und dann ist mir Folgendes aufgefallen. Jetzt kommen wir mal zu Punkt Nummer 1. Das ist wieder so eine Sache, die ich nicht verstehe. Ich bin ja auf der Suche gewesen nach der Dame, nach Perun. Also ich bin es nicht auf ihrer Suche gewesen, weil wir haben sie ja schon bekommen. Ist meiner Meinung nach einer der coolsten Angreiferinnen, weil sie auch sehr, sehr schnelle Attacken ausführen kann. Das heißt, der Harmonierang und auch der Meisterskillrang wächst ziemlich schnell. Aber wir haben bei ihr ein Problem, und zwar das. Erweise den Stadtbewohnern gute Dienste. Jetzt habe ich da auf einmal eine 2 zu stehen. Und wisst ihr auch warum? Ich habe herausgefunden, wie das funktioniert. Es gibt, ich weiß nicht, ob es pro Stadt es sowas gibt, aber man hat hier, man hat gewisse Leute und Personen, die haben so ein Trophäensymbol über ihren Kopf. Das sind so kleine Bitten. Und das meint das Spiel. Wenn ich diese Person finde und die Bitte erfülle, dann bekomme ich von der den Harmonierang. Und das ist so eine Sache, da fasse ich mir einfach an den Kopf. Weil der Typ hier, der hier sitzt, der ist ja nicht permanent da. Nein. Ich war jetzt zweimal hier oben. Ich habe alle Städte abgesucht und ich habe sie nicht gefunden. Und ich habe mal so gedacht, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ich für die einfach diesen Harmonierang nicht freigeschaltet bekomme. Ich meine, warum kriege ich genau diese Person am Anfang, wenn ich erst ganz zum Schluss, am Ende des Spiels, was freischalten kann? Ich habe das nicht geglaubt. Deswegen habe ich in meinem Zorn online nachgeguckt und mal gefragt, Mensch, habe ich irgendwas übersehen? Ja, der Typ hier, den kannst du verpassen. Der kommt nur zu einer bestimmten Zeit hier. Ja, und da ist er wieder weg. Und da ist er wie von Geisterhand weg. Ey, und bei sowas, da kriege ich einen Ausraster. Ey, tut mir leid. Das muss einfach in so einem Spiel nicht sein. Ich habe hier eine Bedingung und diese Bedingung ist so verdammt schwer zu erfüllen, dass du sie nicht hinbekommst, wenn du bestimmte Dinge einfach mal im Spiel verpasst. Und sowas geht gar nicht. Das geht doch, also, tut mir leid, das geht gar nicht sowas. Weil wie viele Stunden habe ich jetzt hier wirklich im Sinnlos verbracht? Wo ist denn jetzt das Problem? Uns da irgendeinen Tipp zu geben oder vielleicht das ein bisschen genauer zu erklären oder vielleicht zu sagen, hey, du kannst das erst später machen oder gib uns doch einfach diese Klinge später. Wo ist denn da jetzt der Sinn? Ey, das ist wieder so ein Ding, wenn es mein Spiel wäre, ich würde das nicht so machen. Ich würde vielleicht diese Bedingung, die würde ich hier hinten irgendwo hinsetzen.
Weil was hat man auch davon? Ich meine, wir haben Dutzende von Klingen. Ich muss mit der hier auch nicht spielen. Aber wenn man das möchte und ich finde die halt ziemlich cool und ich will das freischalten, dann versucht man das natürlich auch freizuschalten. Und dann ist echt die Bedingung, ich meine, oder wenn wir zumindest 10, wenn wir 10 Trophäensymbole hätten irgendwo. Ja, und wir davon 3 nur haben müssen, dann wäre das auch was anderes. Aber anscheinend gibt es ja hier nur 3. Ich weiß, es gibt mehr als 3, aber auch da findet man online so gut wie gar nichts. Ich kann euch die erste Bedingung nicht erklären. Vielleicht haben wir in der Stadt oder auf dem Kontinent ein Agentum irgendwas gefunden. Aber ich zeige euch erstmal, wo die zweite gewesen ist, oder? Ach Quatsch, nein. Wenn wir schon mal hier stehen, zeige ich euch erstmal das. So, ich gehe aufs System, drücke auf Zeit einstellen und dann holen wir uns eine neue Zeit. Ich glaube, ab 17 Uhr müsste der kommen oder auch schon ab 16 Uhr? Ja, ab 16 Uhr ist der auch schon hier. So, wir quatschen den Bengel mal an. Na, was ist los? Das Walkman ist echt schon toll, finde ich nicht auch. Es ist so groß und wunderschön, aber ich will Bergungsarbeiter werden. Ja, ich will Feuerwehrmann werden. Und ich brauche dafür nur einen Zylinder. Ja, du hast recht, es gibt nichts Schöneres als Bergungstauchen. Ja, sag ich doch, aber ich bin so verdammt arm. Ich kann mir nichts leisten. Hier, schau mal, ich habe einen Goldzylinder für dich. Was? Ernsthaft? Das ist für mich? Cool, kann ich's haben? Das war's. Das war's. Das ist so eine Witznummer. Das ist einfach so eine Witznummer. Ich hasse sowas bei Spielen. Ey, ohne Scheiß. Sowas hasse ich wie die Pest. Weil jetzt überlegt mal, wenn ihr alles selber rauskriegen wollt, das ist völlig unmöglich. Ihr müsst ja zu jeder Tageszeit Angst haben, dass ihr irgendwo was verpasst. Das heißt, ihr müsst ja noch mehr Stunden und Zeit investieren, um da auch wirklich nichts zu verpassen, wenn man es dann alles alleine rauskriegen möchte. Und so spannend ist das hier alles nicht, um das rauszubekommen. Ich weiß wirklich nicht, warum bricht man sich hier übelst einen ab und versteckt diese Person hier? Warum? Warum macht man das? Ist in meinen Augen wirklich sinnlos. Kann mir keiner erzählen, dass es nicht mehr Spaß machen würde, wenn man für diese Klinge das irgendwie einfacher freigeschaltet bekommt. Ich meine, man hat sowieso schon genug zu tun mit sinnlosen Nebentätigkeiten. Wo ist denn da das Problem, das für sie ein bisschen einfacher freizuschalten? Also ganz, ganz schrecklich. Und dann, und wisst ihr, wie ich das auch rausgefunden habe? Also das habe ich auf jeden Fall nur online rausgefunden. Das hätte ich hier nicht rausgekriegt. Alleine. Auf keinen Fall. Never. Da müsst ihr schon wirklich sehr, sehr glücklich gewesen sein, um dann den perfekten Zeitpunkt hier zu erhaschen. Ich bin ja meistens immer hier abends lang gelaufen, habe ich nicht gesehen. Hab den Typen nicht gesehen. Ja. So, und dann gehen wir mal nach Königreich Uraya in Fonsa Myma. Denn dort, der ein oder andere von euch wird sich vielleicht noch dran erinnern, war ja auch ein Typ. Den müsste ich sogar im Let's Play bei der Erkundung der Stadt gezeigt haben, oder? Aber wisst ihr, was cool ist? Ich finde es mega cool, dass hier schon wieder alles extrem nachlädt. Nein, aber dass ich bei den meisten Einkaufsläden das Maximum bekommen habe. Hier zwar nicht, aber in der Stadt Mordain, da habe ich so gut wie alles leer gekauft, um die Spezialeffekte zu erhalten. Das finde ich cool. Das heißt, meine Laufgeschwindigkeit beträgt jetzt 10% mehr als üblich. Fett. Finde ich gut. Der Typ hier. Ich quatsch den nochmal an. Und da hat er ein Schachbrett haben wollen. Und da ich ja sowieso so gut wie alle möglichen wichtigen Söldnermissionen absolviert habe und ich mir dadurch auch eh alle Items gekauft habe, war das hier eher, ich würde sagen, das war noch nicht mal so ein Zufallsprodukt. Früher oder später hätte ich den eh anquatschen müssen. Weil ich hab's ja eh auf die ganzen Zusatzeffekte durch die Shops abgesehen und da kaufe ich mir so viel, dass ich nie irgendwo bei Null stehe. Ja, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man an der Stelle irgendwann nochmal steht, ohne das passende Item in der Hand zu haben, ist sehr klein. Wenn man denn auch alle Söldnermissionen gemacht hat und versucht, hier die Nebeneffekte mitzunehmen. Ja, das heißt, das war der Auslöser, wo ich herausbekommen habe, alles klar, das ist die Bedingung für Perun. Schrecklich. Einfach schrecklich. Und das hat so viel Zeit gekostet. Und die Nebenmission, Leute. Ich habe hier wieder Nebenmission gemacht. Es ist... Ich fange gar nicht erst an. Nein, ich werde in dieser Folge davon nicht erzählen, weil sonst bin ich wieder in einer halben Stunde nicht fertig. Es ist weiterhin schrecklich. Es ist eine Tortur. Die Nebenmissionen machen keinen Spaß. Und gestern war ich auch wieder so kurz davor, das Spiel so
beiseite zu packen, um hier alles erstmal zu beenden, weil das zieht einen richtig runter. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn du das Spiel spielst und du hast das Gamepad in der Hand und du merkst richtig, das war wie bei Zelda Breath of the Wild. Damals, wo ich auch so das Gamepad in der Hand hatte und du erkundest den einen Berg, den nächsten Berg und du pennst langsam, aber sicher mit dem Gamepad in der Hand weg und wirst immer müder und müder. So war das gestern. So war das gestern hier bei dem Spiel und das ist dann für mich immer ein Zeichen, das Spiel ist nicht gut. Ich frage mich wirklich, wie das Spiel eine 90er Bewertung haben konnte. Bei so vielen Zeitschriften, das ist ein absoluter Fail. Als ob das Spiel nur aus Story besteht, das geht gar nicht. Ja, und dann kommen wir zu Punkt Nummer 2, die Transferprotokolle. Auch da habe ich online mal nachgeguckt. Denn da gab es ja auch leider keinen Tipp von euch. Und ich habe gelesen, es gibt hier, glaube ich, nur maximal 5 Stück, die man auf der Welt findet. 5 Stück? Ich meine, ich habe 3 gefunden. Ich habe bisher 3 gefunden, die anderen sind wahrscheinlich irgendwo auf anderen Kontinenten und ich habe die verbraten. Und einen habe ich wirklich völlig umsonst verbraten. Ich habe gelesen, dass Rex irgendwann eh alle Klingen haben darf. Und das ist auch wieder so eine Sache, wo ich mich frage, Alter, will das Spiel mich hier eigentlich richtig verarschen? Kann das nicht irgendwo vorher stehen? Ich meine, klar, das Spiel wird spannend machen, ja, es darf nicht gespoilert werden, das muss später irgendwann alles freigelegt werden, dass der Spieler dann nochmal von den Socken gehauen wird. Ey, aber ganz ehrlich, könnte da nicht irgendwie bei den Transferprotokollen zumindest stehen, wähle sie mit Bedacht, du hast nur ganz, 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 ganz wenige. Das Ding ist ja bei diesen Transferprotokollen, da steht ja dahinter eine Zahl. Man hat ja bei jedem Item, ne, und das ist jetzt das richtig witzige Ding, das habe ich nämlich auch online gelesen, hier. Da steht eine Zahl, man darf ja bei den Items 999 maximal haben. Und bei den Transferprotokollen steht da eine 0 von 99. Unterbewusst gehe ich also sofort davon aus, dass dieses Protokoll kein mega seltenes Item sein wird. Dass man das irgendwie vielleicht auch farmen kann. Vielleicht gut versteckt, aber zumindest nicht so versteckt, dass man da nie drauf stoßen wird. Und dann lese ich, man kann die nicht farmen. Also in Anführungsstrichen, man kann die schon farmen. Und wisst ihr, wie das funktioniert? Ich habe gelesen, es soll so funktionieren, wenn man es schafft, seinen Meister zu meistern. Wenn also eine Klinge, das hier, wenn hier alles frei ist. Ja, also nichts mehr abgeschlossen, du hast alles aufgeschlossen und dann hast du auch alle Dinger hier freigesetzt. Dann bekommst du eine fette Belohnung. Und da soll wohl auch mal ein Transferprotokoll dabei sein. Wenn du vielleicht eine seltene Klinge es schaffst, dass alle Harmonieeffekte drauf sind. Ich habe es mal bei den Kleinen probiert und allein das hat ja auch schon gedauert. Sie werde ich auch hier komplett benutzen, um das weiter zu testen. Aber die geben mir kein Transferprotokoll. Die geben mir eher sowas wie eine erhöhte Waffenpunktzahl. War das richtig gesagt? Ich habe keine Ahnung. Wer es nicht weiß, was ich meine, man kann ja hier auf WP drücken und dann kriegst du eben mehr WP-Punkte. Das war das Ding, genau. Ich glaube bis zu 3 Stück und eine WP-Erhöhung gibt hier bei dem Helden plus 1000. Ja, das heißt, sollte ich den Blitztypen, den ich gerade euch gezeigt habe, aufmaxen können, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich einen WP-Boost von plus 3000 bekomme. Damit könnte ich also hier einmal einen Attackenskill stärken. Ein bisschen lame. Aber ich versuche es trotzdem weiter durchzustehen, denn irgendwann erhoffe ich mir einfach hier dann auch ein weiteres Transferprotokoll. Ja, was habe ich gemacht? Ich spare mir die Teile trotzdem nicht auf. Ich finde das so eine total dämliche Designentscheidung, dass man seine beschworenen, per purem Zufall, beschworenen Klingen nicht wechseln kann. Und das ist doch totaler Scheiß. Das ist riesen Scheißdreck. Weil man hat doch sich eine Strategie zurechtgelegt und man möchte eine Heilerklasse haben, man möchte eine Angriffsklasse haben und man möchte einen Schildverteidiger haben. Ja, und dann bist du gezwungen, permanent so lange zu beschwören, bis du eben 3 von einer Sorte hast. Und wenn du Pech hast, so was wir eben bei der Nier hatten, da hat der Nier jetzt ganz, ganz viele Angreifer und Verteidiger bekommen, die eigentlich alle bei Moraketten sein sollen. Das wäre viel, viel cooler. Und jetzt kannst du die nicht tauschen. Das ist doch so crap. Das ist so crap.
Jetzt werden die anderen sagen, naja, aber das gibt doch dem Spiel die gewisse Würze. Das mag sein. Irgendwo hat es ja tatsächlich was, dass per purem Zufall das ausgeknobelt wird und man auch nicht einfach so eine Resonanz tauschen kann. Das will der Entwickler nicht. Kann ich sogar nachvollziehen. Ich kann das sogar wirklich nachvollziehen, dass man hier in dem Spiel sagt, Mensch, das funktioniert nun mal eben so. Wenn du eine Resonanz eingehst, dann hat eben nur der die Resonanz. Aber dann bitte nicht die seltenen Gegner einmalig machen. Dann wäre es doch auch viel, viel besser, wenn man einem anderen Spieler auch die Möglichkeit gibt, an die gleiche Figur zu kommen. Ja, ansonsten wird es nämlich eher langweilig. Das ist aber meine persönliche Meinung. Also, wer da jetzt eine andere Meinung hat, es sei euch gegönnt, wenn ihr das cool findet. Aber deswegen, ich habe dann auf dieses dritte Transferprotokoll gepfiffen und habe dann Morak diesen Dunkelverteidiger, die Cassandra, gegeben. Und dann werde ich jetzt zukünftig sie dazu benutzen, dass sie ganz, ganz viele seltene Kernkristalle beschwören kann, in der Hoffnung, dass sie irgendwann einen dritten Verteidiger erhält. Und wisst ihr, was ich gerne hätte? Ich hätte gerne nur einen. Nur ein einziges Transferprotokoll hätte ich jetzt noch gerne. Weil dann würde ich nämlich Elektra. Die würde so super hier reinpassen. Wenn ich jetzt Elektra Morak geben könnte. Doch, das wäre ein Träumchen. Das wäre so ein Träumchen. Und wenn sie noch eine Heilerklinge hätte, das wäre auch so ein Träumchen. Aber gut, es sind halt, wie ich schon sagte, es sind Träumchen. Und es bleiben auch Träume. Aber trotzdem schrecklich. Der gestrige Tag hat mir dann an der Stelle wieder einmal gereicht. Und dass solche Informationen im Spiel auch vorenthalten werden. Das ist doch auch komisch. Das Spiel ist doch schon so riesengroß und du hast hier so viel Scheiße zu erledigen. Warum sind denn solche Informationen dann versteckt? Ich verstehe das nicht. Wieso versteckt man solche Informationen und macht es dem Spieler schwer, vermeintlich einfache Dinge nicht gelöst zu kriegen? Ganz, ganz schrecklich. Aber gut, wir reisen zurück. Und zwar zu den Lefterischen Inseln. Und dann hoffe ich, dass wir doch storytechnisch hier ein bisschen wieder gute Laune bekommen. Also meine Laune ist dann wirklich jetzt gerade mal ein bisschen unten. Aber gut. Ist wohl eher mein Problem. Und glaubt mir, wenn ich das alles euch zeigen würde, das... Boah, ne. Ich glaube, selbst wenn ich auch einen Livestream machen würde, dann wäre ich, glaube ich, auch jetzt so weit, dass ich diesen Livestream auch freiwillig unterbrechen würde. Das würde ich gar nicht zeigen. Das ist ja... Kann ich euch gar nicht antun. Ich kann euch das gar nicht antun, dieses ganze langweilige Zeug hochzuladen. Das ist... Na, ich will nicht sagen Volksverdummung, aber so ein bisschen erinnert mich das Ganze daran. So, und... Sag mal, wir waren doch schon völlig woanders. Muss ich jetzt nochmal durch den Tunnel gehen? Hatten wir noch keinen Speicherpunkt? Naja, egal. Okay. Ich laufe auf jeden Fall mit Morak, denn ich will ja die Klinge hier aufmaxen. Dass wir da die Harmoniebelohnung zu sehen bekommen. Und deswegen werde ich auf jeden Fall mit Morak auch zocken. In den zukünftigen Kämpfen. Und ich habe mir auch nochmal die Effekte angeguckt. Ich meine, es hat auch einen bestimmten Grund, warum ich die Dunkelklinge benutzt habe. Also die Cassandra, um damit Morak zu verstärken. Ich hätte ja auch irgendein anderes Element nehmen können oder irgendeinen anderen Mitspieler. Habe ich aber nicht. Denn sie hat coole Zusatzeffekte. Cassandra ist eine Klinge, die hat wirklich sehr, sehr guten Schutz. Und Elektra wäre deswegen noch als dritte Verstärkung optimal, weil Elektra ist eine der wenigen Klingen, die es schaffen, einen Stachelschaden auf den Gegner zurückzuwerfen. Und das Ganze kann sie prozentual sehr stark erhöhen. Ja, und Cassandra ist halt jemand, die blockt halt sehr, sehr viel Schaden und zieht enorm die Wut auf sich. Das ist als Tank natürlich ein sehr, sehr netter Effekt. Und ich wusste auch gar nicht, dass Brigitte... Heißt die Brigitte oder heißt die Brigitte? Brigitte. Na, ist doch egal. Dass sie ebenfalls ein Schildverteidiger ist. Ich dachte, das wäre eine Angriffsdame. Und ich glaube, ich bin hier falsch, wa? Bin ich hier falsch? Naja. Jetzt mögen wir meinen, du sag mal, hast du nicht gesehen, da oben ist doch der Questmarker. Und der Questmarker zeigt doch eindeutig an, dass du in die falsche Richtung läufst. Du Blödmann! Ja, ihr habt recht, ich hab's nicht gesehen. Aber, ne, warte mal, kann doch gar nicht sein. Das kann doch eigentlich gar nicht sein.
Doch, wir sind da reingelaufen. Aber wie ist denn das möglich? Warte mal, wir standen doch vor dem Tor und haben noch dieses eine fliegende Vieh besiegt. Und dann mussten wir doch so ein, ja, ich nenne es mal Muskel, einen kleinen Titanmuskel berühren, das durch eine nervale Übertragung, ja, durch so einen Synapsensprung, das Tor sich geöffnet hat. Und wir standen doch gerade vor dem Tor. Weil das fliegende Monstrum, das haben wir doch in der letzten Folge bekämpft. Das war doch genau vor dem Tor. Und dann sind wir doch da durchgegangen, oder nicht? Also wieso war ich jetzt falsch? Verstehe ich nicht. Hä? Oder ist auf der anderen Seite auch nochmal so ein Vieh? Aber ich stand doch hier, oder nicht? Ach, ich hab gedacht, da drüben ist das Tor. Ja, da bin ich jetzt umsonst gelaufen. Könnte ich wegschneiden, mache ich aber nicht. Dann sind wir doch gar nicht so weit entfernt. Ach ja, dieses Spiel, es ist wirklich eine Hassliebe. Jetzt langsam geht's wieder. Jetzt freue ich mich ein bisschen auf die Story. Und ja, ich möchte einfach die fröhlichen Gemüter sehen. Gerade auch, wenn ich da an Pyra denke. Ne, Pyra freut sich ja so verdammt enorm, dass sie die Stadt kennenlernt, wo ihr Meister drin lebt. Den Herkunftsort. Und dann treffen wir heute vielleicht auch den Prätor. Ich kann übrigens auch mit dem, ich konnte mit dem Begriff auch nicht so viel anfangen. Hab mal online nachgeguckt. Ist wohl ein, oh, was ist das? Was ist denn das? Ein sich bewegendes Titanteil? Okay, kann ich das ausnutzen und draufspringen? Muss ich später austesten. Ich habe auch hier noch gar nicht so viel erkunden können. Denn ich war einfach mit diesen ganzen anderen Nebenbeschäftigungen am Werkeln und hat sich einfach nicht gelohnt. Und es ist ja genau das, was wir auch schon besprochen hatten. Diese ganzen Nebenquests, wenn man die macht, also erstens wirklich dauern die extrem lange. Und es ist auch, wie erwartet, du kriegst Belohnungen und zwar die, die du gar nicht mehr brauchst. So richtig sinnlos. Du kriegst kaum Erfahrungspunkte, du kriegst kaum nennenswertes Geld, du kriegst kaum nennenswerte Items. Ach, kaum ist sogar schon Übertreibung, gar nicht. Du kriegst gar keine nennenswerte Items. Das ist so, ach, so unnötig einfach. Wenn diese Nebenmissionen zumindest noch irgendwie so einen anderen Sinn hätten. Dass man dadurch den Sternrang der Stadt erhöhen könnte, aber dafür sorgt ja auch nur die Kohle. Ach, wer auch immer sich das ausgedacht hat. Naja. Vielleicht solltet ihr euch auch generell einfach hier durchzocken. So, und wieso war jetzt hier kein Speicherpunkt? Naja, ich glaube, ich weiß warum. Weil wir bestimmt erst den Speicherpunkt bekommen, wenn ich die Stadt betreten habe, wa? Okay, hier kann ich nichts drücken. Aber sind wir wirklich hier rausgekommen? Warte mal. Ich kann mich daran erinnern, dass wir irgendwo standen und da ging noch eine Treppe nach oben. Oder nicht? Naja gut, ich sag mal, ich und mein Verstand, wir sind sowieso nicht gerade die beste Kombination. Muss ich rumlaufen? Dann mache ich das mal. Aber ich habe echt gedacht, hier ist jetzt eine Treppe und die führt einfach nach oben. Anscheinend, ach da ist eine Treppe. Da bin ich da wohl stehen geblieben. Ach, tatsächlich. Da ist hier ein Reisepunkt. Hätte ich ja schon mal vorbereiten können. Aber gut, hier geht ja auch die Cutscene weiter. Die sagen alle Nichan. Nichan steht doch für Bruder oder so, ne? Kann das sein?
Sind das deine Geschwister? Kukuri ni Kazunaka. Okkiku natta na. Are, sochi wo? Machis da yo. Anta no shiokuri no okage de, kondo Hōchō no shingakkō ni ikeru koto ni natte ne. Was sind die alle so dunkel? Kogurere Oba-san! Hisashiburi! Nanka... sugoi ninki desu ne. Na, vor allem auch die Klamotten. Die sehen ja aus wie, irgendwelche Schornsteinfeger. Ganz komisch. なかなかできることではありません。故郷か。あのおばさん、すっごく子だくさんだもん。ご主人、どう見てもよその家の子ですもん。おせんぼう。なんと、清流のじいさんかい?ずいぶんとまあちっこくなっちまって。話せばいろいろとな。ところで、一晩投流させてもらえんかの。 Ja, ist ja nicht so, dass wir schon extrem viel gelaufen sind. Oh, ein Date. Und sie fragt sich, was hat er vor? Was ist das nicht seltsam? Wieso sind die alle so dunkel? Auch, also wirklich auch von der Klamotte her. Ganz, ganz komisch. Ach, und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Kann es sein, dass wir so von Folge zu Folge immer bei Nacht spielen? Das ist ganz, ganz komisch. Ich muss mal hier eine andere Zeit einstellen. Das merke ich, wenn ich so die Thumbnails bearbeite. Es ist immer total schwierig, da irgendein Bild zu finden, weil alles so mega dunkel ist. Man kann übrigens auch jede erhaltene Cutscene sich nochmal in so einem Art, ja, Theatermodus anschauen. Und man kann sich diese Szenen auch bei einer bestimmten Tageszeit reinziehen. Das finde ich schon ziemlich cool. So, und wenn wir jetzt Pech haben, fängt's an zu regnen. Nein! Ach, guck mal, ist doch viel schöner, oder? Ja, so ist doch schön. Und hier war ein Harmoniegespräch. Na, zeige ich nicht. Jetzt habe ich ganz, ganz kurz überlegt, ob ich das zeige, aber es ist wirklich alles mega uninteressant. Wobei, es gibt ein paar Harmoniegespräche, die sind tatsächlich recht witzig. Also ich musste schmunzeln, als Morag gebeten wurde, was zu kochen. Da sollte sie irgendeinen kleinen Fisch ausnehmen. Und da ist so eine richtig witzige, weiß ich nicht, so eine Art Stand-Up-Comedy entstanden. Also das war schon, ja, nach meinem Humor. Aber da möchte ich nicht zu viel verraten, für diejenigen, die das hier selber spielen möchten. Oh, beim Grab. Vielleicht der Eltern? Tatsächlich. Aber wir wussten das schon, dass er keine Eltern mehr hat. Ja, Rex, das habe ich mich auch gefragt, wie kennenlernen. Leicht psychopathische Ansätze. Hier, das ist meine Mutti. Und das ist mein Vati. Sag Hallo zu ihnen. Cool, wer hätte er gesagt, das ist meine Freundin? So einfach so aus dem FF. Wann sind die Eltern gestorben, wenn er noch so eine tiefe Verbundenheit spürt zu seinen Eltern? Ist ja auch ungewöhnlich. Als ob die erst so 2-3 Jahre tot sind. Vielleicht sind die auch umgekommen beim Aegis-Krieg. Da wissen wir auch noch überhaupt gar nichts.
Würde mich nicht wundern, wenn da nochmal so eine dicke Überraschung kommt. Vielleicht hat der Rex durch purem Zufall auch eine tiefere Verbindung zu Pyra und der Aegis. Und als ich auch gerade Rex wieder vom Namen gesehen habe, darf man sich wieder mal die Frage stellen, was ist denn nun mit seinen Augen überhaupt los? Da wird mir wieder genau eine von den ersten Szenen der Spruch von Moras ein, der gesagt hat, Mensch, ich hätte es an deinen Augen sehen sollen. Und wo Rex fragte, wie, was soll das heißen? Und er antwortete, als ob ich dir das erzählen würde. Also da ist auch immer noch ein Geheimnis drin. Und Nier hat auch immer noch dieselben Augen, das heißt, die stehen auch irgendwo in Verbindung. Aber ich versuche hier überhaupt nicht, mir irgendwelche Theorien rauszuziehen, denn schon mal aufgefallen, wir haben, wenn es um gewisse Showdowns geht, da passiert immer so viel Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat, Sachen, die man noch nie vorher gehört hat. Allein das mit dem Kristall, dass es bei Hayes auffällig gewesen ist, dass der Kristall und die Verbindung zu diesem komischen Prätor ganz anders sein muss. Es macht also hier recht wenig Sinn zu überlegen und zu spekulieren, wie hängt was zusammen, weil das kriegst du nicht raus. Das, was wir wissen ist, wir wollen nach Elysium und jeder hat's auf die Aegis abgesehen. Was Shin vorhat, keine Ahnung. Was der Prätor vorhat, keine Ahnung. Interessiert keinen, wir verfolgen einfach nur unser Ziel. Ja, das erstmal an der Stelle. Dann gehen wir auch direkt mal nach oben und gehen zu Tantchen, denn die hat doch bestimmt Essen vorbereitet. Und wer weiß, ob es nicht eine gute alte Geschichte gibt. Ja, wo es peinlich wird für Rex. Ist doch oft so. Altes Heim. Glück allein. Warte mal, ging ja anders. Heißt ja Trautesheim. Na, wobei in dem Fall auch ein altes Heim. Das Altersheim. So, wo muss das hin? 46, warte mal hier, runter, alles klar. Morak steht in der Mitte, aber alleine. Ja, keine Freunde. Also wenn schon die Klinge Abstand nimmt von einem, sollte man sich Sorgen machen. Ach, wir haben ja direkt einen Reisepunkt zu unserer Hütte. Na ja, jetzt überlege ich, macht es schon Sinn, sich hier die Angebote reinzuziehen? Goldzylinder, wisst ihr, was wir machen? Wir kaufen mal 10 Stück. Ich bin mal gespannt, ob bei 100.000 schon der erste Sternrang nach oben geht. Oh, welch Wunder. Welche Überraschung. Ja, so einfach geht das. Hier keine Nebenquests machen, nicht mit den Leuten quatschen, einfach nur kurz mal hier hingehen und Sachen kaufen. Boah, das ist... Ja, wem es gefällt, ne? Wir kriegen einen weiteren Kernkristall. Und ich kann euch nochmal was anderes Schönes zeigen. Ich glaube, ich mache es auch zukünftig so, dass wenn ich resonieren möchte, dass ich nur das mit seltenen Klingen mache. Ich habe jetzt hier 7 normale Kernkristalle, aber irgendwie versteckt sich dahinter gar nichts. Ich habe mich gefreut, dass ich meine Verstärker in einer höheren Stückzahl mitnehmen kann. Ich habe gedacht, naja, ist ja cool. Dann kann ich ja, wenn hier eine 10 steht, Rex auch einen Bonus geben, 10 Stück. Und was stellt man fest? 5 ist trotzdem das Maximum. Also auch das ein unnötiger Bonus. Ja, ich meine gut, so unnötig ist jetzt auch nicht. Es ist schon cool, wenn man tatsächlich überall 25 von 25 hat. Und dann kann man nämlich in einer Tour seltene Kristalle aktivieren und eben die Booster reinhauen. Ja, also von daher ist es schon cool. Aber noch cooler wäre es, wenn wir hier einfach das, was wir an maximalen Werten haben, auch benutzen dürften. Aber gut, das ist echt nur eine Kleinigkeit. Da bin ich jetzt nicht penibel. Judy, dann gehen wir mal rein hier. Corinne, wo ist Essen? Wie wär's, wenn wir alle zusammen essen? Ich habe schon alles vorbereitet. An dem Tisch da? Wir alle? Corinna? Corinne? Also entweder hat sie noch irgendwo einen schönen Ort oder einen größeren Tisch versteckt. Oder sie hat nicht richtig hingeguckt.
悪いね、洗い物なんかさせちまって。いいえ、気にしないでください。私、料理を作るのも片付けるのも大好きですから。助かるよ。それにしてもレックスのやつ、本当いい嫁さんを連れてきたもんだね。え、とんでもない。私、ただのブレイドです。Genau, ich bin nur Rechtsklinge. Er darf mich benutzen. 大昔はドライバーと添い遂げるブレイドも結構いたというけどね。Das ist ja cool. Das habe ich mich schon mal gefragt. Cool, sowas gibt's. Das ist keine Seltenheit. Wie krass ist denn das? あったかで、のんびりしていて。ここは属性とは離れてるからね。どこの国もこんな風に暮らせれば心配事もないんだけどさ。しかしあれだね、なんだかんだ言ってやっぱり母親が恋しいのかね。あんたなんとなく似てるよ、レックスの母親に。私がレックスのお母さんに？さっきレックスと一緒にご挨拶してきたんです。Na, das möchte doch eine Frau hören. Du erinnerst ihn an seine Mutti. この村の生まれじゃないんだよ。あの子が2歳の時にね、母親に連れられてこの村に流れ着いてきたんだ。Eine sehr junge Mutter vor allem. アルスの寿命だったのか。住んでた土地を追われたらしくってね。Vielleicht kommt auch aus Judizia. ここにたどり着いた時にはえらく衰弱していてね。レックスを頼むって言い残してそのまま目覚めずさ。Na und wieso ist das Grab des Vaters auch da? 綺麗な人だったよ。父親はここから3キルと離れたところで死んでるのが見つかった。あと少しのところでたどり着けなかったんだろうね。悲しい話さね。そんな。Das war bei Schulk und dem Monado auch so. Da haben die Eltern auch versucht, ihn in Sicherheit zu bringen. 楽園に行く手がかりを見つけたいんだって。サルベージャーになってさ。私はレックスのそばにいない方がいいかもしれませんね。Wieso das? あんた、レックスのことが嫌いなのかい？大好き。でも、私がそばにいると、レックスはいろんなものを失う。Was meinen Sie denn damit? Dann weiß sie doch schon mehr als wir. 私がそばにいない方が、レックスも世界もきっと幸せになれる。そんな気がするんです。Rudi muss aber auch eine verdammt große Angst haben, was ihre eigene Macht angeht. Ja, und war das jetzt gut, dass Brigitte das gehört hat? それじゃあ、そろそろ行くよ。じゃあね、兄ちゃん。気をつけてね。じいさんも無駄にくたばるんじゃないよ。お前さんも無駄に口が悪いの。お世話になりました。あんた、何があったのか知らないけど何でもかんでも背負い込むんじゃないよ。レックスは強い子だ。困った時はまとめて全部肩代わりさせちまいな。はい、そうします。え、何？何の話？何でもありませんね。そう、何でもないよ。あんたはよそ見せずに前だけ向いて突っ走りな。ああ。Na, hoffentlich kommt Pyra jetzt nicht auf dumme Ideen und versucht dann wirklich einfach abzuhauen. Ist ja leider auch oft so, dass man echt denkt, oh, die sind echt ohne mich besser dran, und dann ist sie einfach weg. Und dann verschlimmern die das Ganze noch. Das ist wie als Pyra alleine auf Rettungsmission gegangen ist. Da hat sie es ja auch verschlimmert, obwohl sie es ja besser wissen müsste. Oh, da sollten wir aber auf sie ganz schön Acht geben.
Vielleicht sollte man mit der nochmal reden, dass er das nicht machen muss. Dass wir wirklich dann hinter ihr stehen. Ich meine, gut, der steht mir vor ihr. Okay, Van der Norde spricht zu uns. Nun, wie fühlt es sich an, nach so langer Zeit wieder einmal zu Hause gewesen zu sein? Gewöhne ich gar nicht erst dran, dass wir das letzte Mal gewesen sein. Hihihihi. Oh, super. Alles ist so, wie ich es in Erinnerung hatte. Bis auf die Kinder. Die sind gewachsen wie bescheuert. Die sind gewachsen wie bescheuert? Wer hat denn das übersetzt? Die sind gewachsen wie bescheuert? Okay. Na, ich klinge wie ein alter Mann. Jedenfalls können wir jetzt weiter, wenn ihr wollt. Sehr gerne, Rex. Keine Sorge, ist nicht mehr weit. Der Hafen... Ach, das hat Rex selber. Keine Sorge, ist nicht mehr weit. Der Hafen da ist direkt auf der Insel nebenan. Ja, ihr habt gesehen, Morak hat mehr Lebenspunkte. Das liegt aber nur an den Zusatzeffekten. Apropos Zusatzeffekte, ich wollte es ja vorhin machen, jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Ich habe es echt schon wieder vergessen. So, wir gehen mal die Taschen-Skills durch. Was lohnt sich? Wir brauchen irgendwas, was den Angriff stärkt. Klingtechniken 14% effektiver. Naja, was heißt denn das? Was heißt denn effektiver? Und vor allem, das sind ja zwei Effekte. Das ist ja auch ungewöhnlich. Also eine erhöhte Technikaufladung ist schon mal gut. Spezialschaden. Ach, jetzt geht das wieder los. Was ist ein Komboschaden? Was ist ein Kettenschaden? Was ist ein Spezialschaden? Was ist Normalschaden? Da muss man wieder ganz genau definieren. Und aufpassen, wo welcher Output zu bekommen ist. Klingentechniken 32% effektiver und 20% mehr Schaden. Klempner Fluchtspiel. 4 Stunden ist die Dauer, die anhält. Und ich habe gelesen, das soll stacken. Jetzt ohne Scheiß, das stackt. Das heißt, wenn ich hier das in die Tasche 1 gebe und dann nochmal in die Tasche 2, bekomme ich diesen Effekt doppelt? Geht das überhaupt? Kann ich einen gleichen Effekt überhaupt zweimal in unterschiedliche Taschen reinsetzen? Alles klar. Boah, das Ding hat sogar 3 Effekte. Spezialaufladung, 1 Sekunde. Spezialschaden, 12. Klingentechniken, Harmoniegewinn. Oh, dann, warte mal. Dann muss ich direkt mal nach Seltenheit auch sortieren. Da sind ja oben die fettesten Items, wa? Schadensbarriere brauche ich nicht. Das gehen wir jetzt mal gemeinsam durch, weil es kann ja sein, dass ihr irgendwas Cooles entdeckt, was in meinen Augen nicht so machtvoll ist. Dann ruhig mal reinschreiben. Dann muss ich mir das weiter angucken. Und ich sollte unbedingt auch darauf achten, wie das Item heißt. Nachher ist es weg und ich habe vergessen, wo ich es kaufen kann. Gruppenleisteranstieg ist auch ziemlich cool. Aber irgendwie habe ich das Bedürfnis, das zu nehmen. Weil Spezialaufladung 1 Sekunde. Und Spezialschaden 12%. Oder Klingentechniken. Klingentechniken. Hier schon wieder richtig fett. Korallencasino. 26%. Was sind denn jetzt Klingentechniken? Ist das diese Spezialtechnik, die ich dann ausführe, wenn ich... Kann ich gar nicht erklären. Wir haben ja da immer so ein Symbol und ich darf ja nur X, Kreis oder Viereck und Dreieck drücken. Und wenn die aufgeladen sind, diese Dreiecksleiste oder Kreisleiste, dann mache ich ja eine bestimmte Attacke. Ist das dann eine Klingentechnik? Wenn ja, sind 26% auch ziemlich fett. Und vor allem, es hält 4 Stunden an. 4 ganze Stunden. Boah. Klingentechniken und Spezialschaden. Nimm ich. Wie? Hat man das gerade oder was? Ach, okay, alles klar. Ja, so viel dazu, Alter. So viel dazu. Ja, habt ihr gerade nicht gesehen.
Was haben wir denn noch so? Hier sind die einzelnen Sachen drin. Ja, Klingtechniken 20%. Aber ich will es gern zweimal haben. War es doch fett. Es liest sich zumindest sehr fett. Ja, nimm mal das. Passt, ja, haben wir zweimal 4 Stunden. Ich denke, damit kann ich die Erkundung auch dann wirklich gut ausführen. Dann ist auch die Frage, ob ich das bei den anderen auch geben sollte. Macht es Sinn, denen auch sowas reinzuhauen? Oder eher auf Heilung? Na, ich lasse es erstmal. Wenn unser Hauptheld damit ausgerüstet ist, sollten ja die Kämpfe trotzdem viel, viel schneller von der Hand gehen. Na, wobei, jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen. Dann gebe ich Morak zumindest auch nochmal diese komische Klempnerfrucht. Das hier. Ja, und mir auch. Ja, dann kann keiner sagen, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Die Söldnertruppe ist ebenfalls zurück, das gucken wir uns ebenfalls an. Und ich kann euch auch gar nicht sagen, wirklich, wie sehr mir diese Söldneraufgaben auf den Sack gehen. Das ist genauso nervig wie das Abgrasen der gleichen langweiligen Nebenmission. Und du wirst hier immer unterbrochen und auch dieses ständige Angucken, welchen Harmonierang man gerade freigeschaltet hat. Oh, das geht mir auch auf die Klötzer. Oh, warum kann man das nicht irgendwie einfach wegdrücken? Schnarch. Und jetzt stellt euch vor, das macht ihr stundenlang. Immer das Gleiche. Da kriegst du einfach ein zu viel. Du kriegst einfach ein zu viel. Und ich kann es nicht beschleunigen. Ich kann es nicht beschleunigen. Das ist ja nur eine Sache. Das hier ist das perfekte Beispiel dafür, wieso diese ganzen Nebenmissionen ablaufen. Und zwar ziemlich langsam. Und es ist leider ein notwendiges Übel. Du kommst da nicht dran vorbei. Willst du die Zusatzeffekte haben, musst du einfach diese Mission alle annehmen. Weil das sind die entscheidenden Sachen. Man muss diese Verträge sammeln. Kommst du nicht dran vorbei? Ich meine, du musst es zwar nicht machen, aber das sind die besten und dicksten und fettsten Spezialfähigkeiten, die man hier in dem Spiel bekommen kann. So, ich ordne mal nach gar nichts. Nach Seltenheit ist ja schon geordnet. Tierform. Wir brauchen noch eine Tierform hier. Ach, da freue ich mich ja, dass wir nochmal mehr neue Aufträge haben. Und ich habe schon gedacht, wir haben irgendwann alles geschafft. Nein, noch lange nicht. Ja, das Spiel hat bestimmt noch viele hunderte solcher Aufträge für uns parat. Die bestimmt alle riesen viel Spaß machen. Na, und jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hinfliegen sollten. Hä? Wieso hat denn das angegriffen? Und ich stelle fest, ich wollte ja mit Morak zocken. Und ich glaube, unser Schaden ist tatsächlich höher. Kann das sein? Aber wisst ihr, was ich gerade nicht verstehe? Die Musik hört sich so an, als ob das hier ein rarer Gegner wäre, aber der hat eben kein rares Symbol über seinem Kopf. Oder täusche ich mich gerade? ダメージアーバー!
War's noch? Nein! Sie hat's nicht geschafft, Alter. Mia hat es nicht geschafft, ihren Skill aufzumaxen. Oh, das ist eine Enttäuschung. Das war gerade eine Enttäuschung. Okay, hat er schon mal einen Siegel drauf. Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Ist er runtergefallen? Na, was ist jetzt mit seiner Belohnung? Der hatte bestimmt vor die seltenen Sachen bei sich, aber der war doch noch nicht besiegt, oder? Ja, hier ist er. Der war tatsächlich... Oh, das ist ja scheiße. Und wisst ihr, warum das so scheiße ist? Ich glaube, dann werde ich hier den Spielstand vielleicht nochmal... Ah, ja, oh. Oh, es ist wirklich fies. Denn meine Erfahrung mit diesen Grabsteinen ist ja die... Immer wenn ich so einen seltenen Gegner das erste Mal besiegt habe, bekomme ich wirklich auch seltene Drops. Sobald ich den Grabstein aktiviere, kann ich zwar nochmal gegen ihn kämpfen, aber die Belohnungsausbeute, die war nicht ein einziges Mal auch nur annähernd so gut wie beim ersten Sieg. Und das ist jetzt echt ein bisschen scheiße. Naja, egal, ich meine, als ob der jetzt so die riesen dicken fetten Items hatte, aber schon schade. Das muss ich mir nachher noch mal angucken, in aller Ruhe. Und er schon wieder. Ach, die kennen sich. Vielleicht der Bruder. Nee, dann hätte Morak nicht gesagt, du bist doch. ボンの実力を確かめよう思てな。わざわざ3日もここで待っとったんや。<笑>で、あんたがたくさん待ってて。3日もここで待っとったんや。<笑>で、あんたがまず実力を見せなさいよ。ええで。この騎士見せたる境構えや。なんで俺たちがここに来るって。ワイに勝てたら教えたるわい。 アンサーもやるかい？いや、私は遠慮しておこう。え？なんで？だそうや。残念やったな。炎の貴公子様の助けが得られんで。関係ないね。人のことよか自分たちの心配したら。右手に覆いは、左手には大木、そして後ろは崖。今日は雲海に落っこちるかもね。 diesmal macht er ein bisschen ernster. Na, Tantals, stärkster Meister und Kronprinz. Was ist Tantal? Und wir machen uns zweimal über den lustig. Das ist ja scheiße.
まあええわ。で、どないする？さっさと負け。Also, bei ihm kann man sagen, der macht es anscheinend nur wegen dem Ruhm. かすった程度で勝ったつもりになられてもね。右に同じ。これからが本番です。ははは、よう言うた。それでこそ天の聖杯や。行くで！Sollte ja überhaupt kein Problem sein. Ich meine, wir sind am offenen Gelände. Da braucht er bloß Mythra einmal so einen Energiestrahl runtersteuern und dann war's das doch. Ernsthaft? Ich darf nur zu zweit zocken? Was macht denn das für einen Sinn? Wieso darf denn jetzt Thora uns nicht begleiten? Ach, ich muss X drücken. Au, da fallen mir die alten Kämpfe ein. Das sehe ich ja jetzt erst. Da unten steht der X. Austreten und eintreten. Ja, musst du wissen. Aber er ist nur Stufe 35. Ja, das nervt. Ihr müsst mal aufpassen, wenn ein Gegner die blöde Angewohnheit hat, permanent zu blocken, bekommst du deine Angriffe nicht durchgesetzt. Und wenn die Angriffe nicht durchkommen, dann kannst du leider auch keine Kling-Kombos machen. Nein, ich bin umgeworfen worden, Mist! Steh auf, Rex, steh auf! Ach, ich bin auf dem falschen Weg gefolgt. Vielleicht haben wir Glück und Nia schafft es noch auf ihre Stufe 2 Skill. Ach, bringt ja gar nichts. Ich muss. Na, schaff ich nicht. Naja, immerhin. Als Finisher. Schöner wäre es aber gewesen, hätten wir durch eine Angriffskette den besiegen können, weil damit wäre die Ausbeute auch wesentlich größer gewesen. Ja, Rior Nabon. Anta mo ne. Odoroita yo. Masaka Meref to Kagutsuchi no hoka ni konna Driver to Blade ga iru nante. Mada tsukou toran yaro? Ten no seihai no chikara. Ach, er will das sogar richtig. <笑>光の力は悪いやつにしか使わない。何言うてんねん。わいは善人やとでも言いたいんか。違うのかい。なかなか言うやないけ、ボン。さすがは天の聖杯のドライバーや。よろしいですか、ジーク様。
Ist der so eine Art Wächter gewesen oder was? Sondergesandter. Alter, der hat aber auch ein Pech. なるほど。これは確かに。あの、助けに行かなくていいんですか?心配あらへん。その自力で戻ってきはるやろうし。先に船で行ってましょう。Habt ihr mal gesehen bei Pandoria auf der Brustgegend, wie ihr Kristall aussah? Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Kristall, was die Fahn hat? Woran macht man das fest? Wie eine Resonanz besteht oder welche Resonanz zueinander besteht. Und damit sind wir in Praetorium Indol. Oder in Dol. ん?何か言った?いえ、何でもないです。マルベーニ聖火との謁見は明日を予定しています。まずは皆様で教区内をご覧になってはいかがですか?アーケディアの中を?そりゃめったにない機会だよな。 Na, das passt ja. Dann kann ich hier auch die Sau wieder rauslassen. Da freue ich mich ja auf stundenlange Erkundung. Und damit holen wir auch Morak wieder mit ins Team. Naja, solange ihm Thora nur zwei Klingen hatte, ist er nun mal nicht so interessant. Leider. Aber ich sollte trotzdem mit ihm spielen, allein wegen den Harmonieringen. Aber mal ganz ehrlich, braucht man zukünftig zwei Leute als Verteidiger? Eher unwahrscheinlich. Ich hoffe, dass wir den Sekenator noch bekommen. Er wird dann bestimmt so eine Art zweiter Angreifer sein. Und dann mal gucken, welches Glück wir beim Resonieren haben zukünftig. Ja, hier ist aber ein perfekter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Übrigens soll hier auch irgendwo eine Möglichkeit sein, Peruns zweiten Harmonieerfolg freizuschalten. Na, die ist doch auffällig hier. Aber wieso? Wieso hatten die so eine Trophäe über dem Kopf? Sie ist ja nun mal kein Questgeber. Auch sehr seltsam. Das ist wie in Mor'Aden, dieser eine Typ, der dieses Gerümpel verkauft hat. Ja, egal. Bleibt dabei. Hier gibt's den nächsten Break. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ja, und ich bin noch gespannt, wie lange die Erkundung hier auf dem Titan... Ist das überhaupt ein eigener Titan? Ja, tatsächlich. Das ist ein... Oh, es ist eine eigene Stadt, die ebenfalls 5 Sterne hat für die Entwicklung. Ei, 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 ei. Aber ich finde die Karte auch so faszinierend. Wir waren erst hier unten und sind jetzt hier oben. Ich dachte, das ist in der Nähe.
Ist doch auch irgendwie komisch, oder? Ja, sehr seltsame geografische Lage, würde ich mal sagen. Aber gut, also ich freue mich überhaupt nicht auf diese ganzen Sachen hier. Und die Musik, die ist, ja, die wirkt auch jetzt schon sehr, sehr einschläfernd. Aber mal gucken, vielleicht macht ja die Erkundung in dem Stadtgebiet dann doch ein bisschen mehr Spaß als unten. Aber es wird aufs Gleiche hinauslaufen. Wir werden hier wieder Nebenquests annehmen, wir werden auch hier Söldnerquests annehmen, wir werden auch hier wieder irgendwelche Schatztruhen suchen. Und wisst ihr, was mir auch so richtig auf den Sack geht? Dass man so Nebenquests hat und man muss halt bestimmte Voraussetzungen mitbringen. Wenn ich hier auf Schnellreise drücke, ich habe es euch ja auch schon mal gesagt, aber es ist mir dann auch wieder am gestrigen Tage sehr bewusst geworden, dass sowas echt eher anstrengend ist. Und zwar das hier. Ich meine, das zu schaffen wird jetzt nicht das Problem sein, aber der Weg bis dahin, das ist mein Problem. Dunkelelemente habe ich genug und ich weiß auch, wie ich die nach oben maxen kann. Ich brauche eben genug Harmonie und dann muss ich die Voraussetzungen erfüllen, dass das Dunkelelement gestärkt wird. 9 Stück. Ich kann meine ersten Teamkameraden nicht austauschen. Das heißt, ich könnte höchstens für jeden Charakter 2 Dunkelelementtypen reinpflanzen und wenn jeder dieser 2 auf maximal 2 Punkte kommt, da sind das 6, 6 mal 2, 12, würde ich auf 12 kommen. Und dann brauche ich immer noch altes Wissen Stufe 5. Das müsste Drohmarch besitzen, aber ich das habe. Ey, wisst ihr, wie viel Farming-Arbeit da auf mich zukommt? Und man hat ja auch keinen Bock, mit nur Dunkelelement-Klingen zu spielen. Man ist ja froh mit den Klingen, die man gerade hat. Man möchte ja eher mit denen zocken. Also da weiß ich nicht, ob ich das dann wirklich mache. Aber ich kenne mich. Sobald ich hier was sehe, muss ich es einfach haben und austesten. Es wird jetzt zwangsläufig darauf hinauslaufen. Ja, ich kann nicht anders. Ich muss, auch wenn die Quest, und ich weiß, dass die Quests nicht geil sein werden, aber ich muss das einfach machen. Führt kein Weg dran vorbei. Ja, ich bin gespannt, wann ich wieder einschalte, ob da eine 70 steht, eine 80 oder was auch immer. Und dann werde ich auch keine Doppelfolge schaffen, weil die Nebenerkundung frisst einfach mich auf. Damit sage ich Ade und bis zur nächsten Folge.